Das Thema der Debatte der Hinrunde in der Altersgruppe 2 lautet, soll sexualisierte Werbung verboten werden? Das beginnt mit dem Klingelzeichen. Eine Frau, dass sie auf einem Sofa sitzend, ein Mann, der sie berührt, sie hat wenig Kleidung an und dazu der Slogan, an Silvester wird geknallt. Dies ist ein klassisches Beispiel für sexualisierte Werbung, da in diesem Werbetitel nur das Bier Astra beworben wurde. Und dieses Thema, sexualisierte Werbung, ist ein Thema, das gerade jetzt seit Januar durch den Bundesjustizminister Heiko Maas wieder thematisiert wurde. Das Problem, das hinter dieser Fragestellung steht, ist, dass Frauen und Männer, je nachdem in welchem Kontext, herabgewürdigt werden, dass ihre menschliche Würde, was eines unserer Grundgesetze ist, nämlich nur der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, diese herabgesetzt wird, wenn nicht sogar entzogen wird. Deshalb stellen wir uns heute die Frage, soll sexualisierte Werbung verboten werden? Deshalb stellen wir diese folgende Maßnahme. Wir wollen einen Artikel im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb veröffentlichen, der aussagt, dass sexualisierte Werbung verboten werden soll. Sexualisierte Werbung in dem Sinne, dass diese Werbung, wo Personen oder diese Darsteller nur auf ihr Geschlecht reduziert werden, diese Werbung soll verboten werden und zusätzlich auch noch die, was es ja eigentlich auch schon impliziert, wo Produkt und Darstellung keine wirkliche Konnektion haben. Dieses soll durch den Werberat, den es schon gibt, geprüft werden und in Zweifelsfällen an ein Gericht weitergeleitet werden, das eben diese Anklage dann kontrolliert. Diese Maßnahme besteht außerdem daraus, dass Bild-, Ton-, Printmedien und alle deutschen Webseiten kontrolliert werden. Wir wollen uns dafür einsetzen, da aus dieser Herabwürdigung nicht nur die Würde entzogen wird, sondern da grundsätzlich Frauen herabgewürdigt werden, auch noch die Gleichberechtigung in Frage gestellt wird. Deshalb spreche ich mich ganz klar für ein Verbot sexualisierter Werbung aus. Hier am Anfang der Debatte gilt es zu differenzieren, nämlich zwischen sexualisierter Werbung und sexistischer Werbung. Sexualisierte Werbung kann sexistisch sein. Das heißt, die körperliche Darstellung von einer Frau oder einem Mann kann auch bestimmt zu einem Rollenbild oder einen Rollentypus auf eine Person oder ein Geschlecht setzen. Aber sexistische Werbung muss nicht unbedingt gleich sexualisiert sein. Wir würden gerne, dass ihr das noch klar herausstellt, wie ihr das genau abgrenzen wollt. Dann verstehen wir auch noch nicht ganz, was ihr unter sexualisierter Werbung meint. Ab wann ist die Grenze gegeben, dass eine Werbung sexualisiert ist? Und ab wann wird dann auch ein Verbot ausgesprochen? Zudem habt ihr die Kompetenz dem Deutschen Werberat übergeben. Der Deutsche Werberat, das ist bereits eine Institution, die bereits einen sehr weiten Spielraum hat. Das heißt, sie kann bereits Rügen aussprechen und Werbung dadurch eigentlich abschaffen oder aus dem Verkehr ziehen. Die Erfolgsquote von diesem Werberat ist nämlich auch bei 90%. Das heißt, 90% der Fälle, die sie angehen von Werbung, das ist nicht nur sexualisierte Werbung, sondern auch diskriminierende Werbung und andere, werden bereits aus dem Verkehr gezogen. Und außerdem verstehen wir noch nicht so ganz, wie ihr denkt, dass sexualisierte Werbung das Geschlecht reduziert. In welchem Aspekt genau wird das Geschlecht da runtergesetzt? In welchem Aspekt genau wird das Geschlecht oder die Person dann, wie ihr gesagt habt, herabgewürdigt? Außerdem sehen wir das Problem gar nicht an der Stelle in der Werbung, sondern allgemein die Herabwürdigung von Personen, von Geschlechtern, ist in viel weiteren Teilen vertreten. Also zum Beispiel in den sozialen Medien oder in Filmen, in Zeitschriften. Das heißt, eure Maßnahme geht gar nicht das Problem an, sondern ist vielmehr eine Scheinlösung im größeren gesellschaftlichen Rahmen. Für mich stehen hier jetzt viel zu viele Fragen offen, weil es nicht klar ist, was ist sexualisiert, wie setzt sich das um, wo ist die Grenze? Und deswegen spreche ich mich klar dagegen aus, dass ein Verbot für sexualisierte Werbung eingeführt wird. Ja, Jojo, um uns erstmal eine Frage zu beantworten, was der Unterschied zwischen sexualisiert und sexistisch ist. Sexualisiert heißt, dass Frauen oder Männer einzig und allein auf ihre sexuelle Anziehung reduziert werden. Und das in einer Werbung, die gar keinen Produktbezug hat. Also zum Beispiel jetzt hier in der Astra-Werbung, wie sie gesagt hat. Also ich meine, was hat sexuelle Anziehung mit Bier zu tun? Im Prinzip gar nichts. Da wird die Frau einzig und allein als Objekt gesehen und wird darauf reduziert und das ist nicht in Ordnung. Frauen als Freiwillig geht nicht und das ist auch das Problem, was wir damit haben. Dann sexistisch auf der anderen Seite ist die Diskriminierung. Also die Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes.
Also, dass man Vorurteile gegenüber Frauen hat, dass Frauen zu blöd sind, um zu arbeiten, Führungspositionen zu sein und so weiter, weil sie von Natur aus Frau sind und eigentlich nur Haushalt und so machen sollen. Das ist Diskriminierung und die ist schon verboten. Da gibt es schon ein Verbot für, das ist klar geregelt. Wir reden aber hier über die Sexualisierung der Werbung und damit über dieses Bild Frauen als frei und dieses typische Idealbild der Frau. Eine Sache, die jetzt vielleicht noch nicht so ganz klar geworden ist, was das Ziel unserer Maßnahmen ist. Unser Ziel ist es, die Gesellschaft langfristig dafür zu sensibilisieren, dass man nicht immer, ich sag's mal, so soll auch immer geil aussehen muss, man perfekt sein muss, dass man durchtrainiert sein muss, dass man braun sein muss. Das sind die Idealbilder, die gerade über die Werbung unbewusst auf alle, gerade auf uns Jugendliche einwirkt, immer wieder gezeigt werden und das ist nicht in Ordnung, denn das verursacht viele negative Folgen, weil hier ist die Realität verzerrt, indem sie dargestellt wird, weil es ist nicht so, dass man immer perfekt aussehen muss, um ein guter Mensch zu sein und geliebt zu werden. Und ich denke, das sieht man sehr schön am Londoner Bürgermeister Khan, das haben wir auch gestern drüber geredet, gestern Abend, der hat vor 2 Tagen die sexualisierte Werbung in London verboten. Da darf Werbung nicht mehr gezeigt werden, in denen Idealbilder dargestellt werden von Mann oder Frau, die nicht realistisch sind. Die also einen unglaublichen Druck gerade auf Jugendliche erhöhen, die sich dann allein auf das Äußerliche reduzieren, krank werden, Essstörung, Magersucht ist da ein Stichwort, Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein. Und das wollen wir bekämpfen und ich denke, da ist ein Verbot von sexualisierter Werbung, so wie wir sie definiert haben, genau richtig. Und deswegen spreche ich mich auch dafür aus. Heike Maas' Pläne zum Verbot von Nacktheit und sexualisierter Werbung sind an Spießigkeit kaum zu überbieten. Die Verhüllung von Frauen zu fordern, das kannte man vielleicht von radikalen islamischen Religionsführern, aber nicht vom deutschen Justizminister. Dieses Zitat stammt nicht von mir, sondern von Christian Lindner, der dadurch wohl doch recht eindeutig seine Ablehnung gegen eure Maßnahme präsentiert. Und ich finde, er hat grundsätzlich auch recht. Denn wir leben nicht mehr im vergangenen Jahrhundert, wo Sexualität ein Tabuthema in der Gesellschaft ist, sondern Sexualität wird überall offen präsentiert. In den Medien, nicht nur in der Werbung, sondern überall sehen wir Bilder von eher wenig angezogenen Frauen. Das bedeutet auch, wenn ihr jetzt nur die Werbung einschränkt, dann werdet ihr diese grundsätzliche Darstellung der Sexualität kaum beeinflussen. Das bedeutet quasi, dieses Idealbild, was ihr ja als Problem seht, dieses Idealbild der Frau, wo quasi auch viele Jugendliche immer nacheifern wollen, das ist sowieso in den Medien verbreitet. Und zwar nicht nur im Zusammenhang mit Werbung, sondern das ist sowieso in Zeitschriften, wo Models abgebildet sind und so. Dort besteht dieses Idealbild. Und dieses Idealbild wird auch nicht immer nur im Zusammenhang mit Herabwürdigung benutzt. Ihr wollt ja eure Maßnahme nur auf diese Darstellungen ausweiten, wo wirklich herabgewürdigt wird. Aber das Idealbild der Frau, also euer eigentliches Ziel, diese Nacheiferung des Idealbildes zu bekämpfen, das ist ja nicht nur bei Herabwürdigung der Fall, sondern auch bei Unterwäschewerbung zum Beispiel, bei generellen Präsentationen von Models. Also hier sehe ich nicht, inwiefern wirklich eure Maßnahme zielführend ist. Trotzdem muss man natürlich sagen, es gibt auch Grenzen. Also es gibt auch Werbung, wo wirklich das Geschlecht komplett herabgewürdigt wird, du hast es gesagt. Und in dem Fall ist aber der Deutsche Werberat schon zuständig. Ich finde es sehr schwierig, in einer ohnehin schon sexualisierten Gesellschaft zu erwarten, dass man das ändern kann, indem man nur die Werbung verbietet. Was sie aber klar macht, ist die unternehmerische Freiheit und die Werbefreiheit einzuschränken. Die steht für mich im Mittelpunkt und deshalb bin ich dagegen, dass sexualisierte Werbung verboten werden soll. Erik, du sprachst jetzt gerade besonders über die Eignung unserer Maßnahme, ob Werbung überhaupt diesen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft anders lenken kann. Ich möchte dir da an diesem Punkt widersprechen, denn Werbung ist einer der Einflüsse, die uns am meisten treffen und die gerade Kinder und Jugendliche am meisten treffen. Wir haben um und bei 1000 Kontakte, wir sehen 1000 Menschen am Tag in der Werbung und natürlich ist nicht jeder Beitrag sexualisiert, aber gerade bei sexuellen Kontexten ist die Herabwürdigung häufig gegeben und deshalb denke ich, dass unsere Maßnahme trotzdem geeignet ist. Da möchte ich nochmal nachfragen, inwiefern denkt ihr, dass durch einen einfachen sexuellen Kontext, es muss ja nicht immer ganz extrem sein, dass da die Herabwürdigung eines ganzen Geschlechts besteht, wenn ein Model sogar damit einverstanden ist, dass diese Werbung verbreitet wird, also das ist ja durchaus ihrem Recht, ihren Beruf frei so aufzuüben, oder wenn es auch ein Mann ist, wir reden ja auch über sexualisierte Männer oder Männerwerbung. Das ist gar keine Frage, aber da ist immer noch das Argument des Geldes, sie kriegen dafür ja Geld und man weiß ja nicht, aus welchen Motiven sie handeln und sich quasi dazu, wenn man so sagen möchte, gezwungen fühlen,
sich dahin zu stellen und diese Werbung zu machen. Aber es geht jetzt nicht speziell um die Models, sondern es geht um die Wirkung auf uns Jugendliche, auf die Gesellschaft an sich. Und das ist das Problem. Okay, aus meiner Sicht ist es aber immer noch unklar, wo fängt die Herabwürdigung an und wo hört sie auf? Denn ich meine, das ist genau wie mit dem Tonfall in der Sprache. Wenn ich Wortgleiches sage, dann kann es entweder harmlos sein oder auch beleidigend sein. Und genauso ist es in der Werbung. Du hast es gesagt, es gibt überall sexualisierte Darstellungen, aber wo ist es eigentlich herabwürdigend? Das kann man nicht objektiv entscheiden, aber in unserem Rechtsstaat ist es ein wichtiges Prinzip, dass über solche Sachen objektiv und nicht subjektiv entschieden werden muss. Und das schränke ich hiermit ein. Ich sprach gerade über die Objektivität und Subjektivität insgesamt von Sexualität. Wir haben ja schon angesprochen, wir wollen der Werberat soll dies kontrollieren und ein Gericht wird es prüfen. Und natürlich ist es immer so, die Würde, was ja auch eins unserer wichtigsten Grundgesetze ist, ist in diesem Sinne auch nicht komplett festgelegt. Aber es ist auf jeden Fall definierbar. Und genau das, diese gekränkte Würde, die ja an die wir ja sozusagen appellieren, diese ist in dem Sinne definierbar und deswegen durch eine Rechtsprechung, durch ein Gericht auf jeden Fall beschlussfähig. Du hast jetzt gerade die Prüfung des Gerichts angesprochen. Der erste Gedanke, der mir bei mir dabei kommt, ist, dass sich natürlich, wenn wir das jetzt so einführen, wahrscheinlich einige Beschwerden ansammeln werden. Das heißt, wenn ich an die Durchführung eurer Maßnahme denke, kann ich mir auch vorstellen, dass durchaus die Gerichte überlastet sein werden und dass die Gerichte dann teilweise darüber diskutieren müssen, ob jetzt so ungefähr es sexualisiert ist, wenn der Rock 10 cm zu kurz ist oder in welchem Zusammenhang das gezeigt wird. Das ist einfach sehr schwierig, diese Grenzen festzulegen. Wann ist es sexualisiert? Gut, aber ich glaube, dass die Justiz überfordert ist, ist nicht der Fall. Wir sehen das am Beispiel Norwegen. Da gibt es das Verbot von sexualisierter Werbung bereits. Da gibt es pro Jahr ungefähr 8 Verhandlungen im Schnitt genau über dieses Thema. Also da ist die klare Grenze definiert. Wenn eine Person auf ihre sexuelle Anziehung dekretiert wird, dann wird das nicht gemacht. Das wissen alle Unternehmen und das wissen alle, es wird nicht gemacht, das ist nicht okay. Und dann wird im Einzelfall geprüft und ein Gericht ist dazu berufen, abzuwägen, was ist jetzt hier wichtiger, um zu entscheiden. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, Moment, ihr habt jetzt zuerst angesprochen, dass es täglich über 1000 Werbeimpulse gibt und gesagt, okay, dieses Bild ist insofern problematisch, weil Jugendliche dann immer danach eifern. Und jetzt sagst du, zum Beispiel in Norwegen gab es nur 8 Verhandlungen darüber. Das heißt, wir werden nur in 8 Fällen dann tatsächlich die Werbung einschränken. Das ändert doch überhaupt nichts an dem Idealbild der Frauen in der Sexualität, die hier dargestellt wird. Dazu würde ich einmal gerne sagen, dass Norwegen insgesamt auch viel weniger Population hat als Deutschland. Das heißt, wir haben hier 2 Länder, die wir in dem Sinne vom Werbeaufwand nicht genau vergleichen können. Und außerdem muss da auch noch betrachtet werden, dass es durchaus einige Fälle gibt, diese teilweise aber auch hier in Deutschland momentan nicht angezeigt werden. Wieso nicht? Weil es kein Gesetz gibt. Dem Werberat kann man das momentan melden, aber der Werberat hat keine Sanktionsmöglichkeit. Der Werberat kann nur rügen. Und durch dieses Prinzip der Rügung werden häufig Sachen nicht angezeigt. Ähnlich, wenn ich zum Beispiel mein Fahrrad geklaut wird und ich stelle eine Anzeige gegen Unbekannt. Ich würde es eher nicht machen, weil ich weiß, dass die Quote, dass danach etwas passiert, relativ gering ist. Antonia, im Moment ist es durchaus so, dass der Werberat viele Beschwerden bekommt aus der Bevölkerung. Und diese Rügen, die du gerade angesprochen hast, die sind nicht so ineffizient, wie du sie darstellst. Denn für ein großes Unternehmen, was, sage ich jetzt mal, eine deutschlandweite Kampagne startet, wenn das dann plötzlich öffentlich gerügt wird dafür, dass die Werbung nicht angemessen ist, leidet das Image der Firma oder des Unternehmens sehr stark. Und in den Grundsätzen des Werberats sind bereits sexuelle Verfügbarkeit, die Reduzierung einer Person auf ein Objekt und übertriebene Nacktheit klar geregelt, dass das nicht sein kann. Und wir denken, dass die Sanktionsmöglichkeiten des Werberats bereits ausreichen. Und um hier noch kurz zu ergänzen, die Quote, die du angesprochen hast, ist nicht relativ gering, sondern liegt bei 96%. In 96% der Fälle wird tatsächlich die Werbung zurückgenommen. Ja gut, da habe ich andere Zahlen. Es gab letztes Jahr 196 Beschwerden wegen sexueller Werbung, sexualisierter Werbung. Dafür wurden 6 Rügen ausgesprochen vom Werberat, die hauptsächlich kleine Unternehmen betroffen haben in Mittelstandsregionen, für die das gar nicht so schlechte Auswirkungen hat, weil es überhaupt nicht so wichtig ist. Dann noch eine Sache, es kann sanktioniert werden, aber es ist nicht verboten. Es steht in den Leitlinien des Werberats, das ist richtig. Aber es soll ja ins Gesetz verankert werden, es soll ja verboten werden, aus den genannten Gründen, die wir am Anfang schon gesagt haben. Ach, hier hast du gerade was verwechselt, nämlich es ist so, der Werberat ist so tätig, er kriegt erstmal die Beschwerde und wenn er die Beschwerde annimmt, dann geht er zum Unternehmen und sagt, okay, wir müssen die Werbung jetzt zurücknehmen. Und erst wenn das nicht geschieht, erst dann wird auch die Rüge verteilt.
Aber in den 96% der Fälle geschieht es ja. Und deshalb ist es auch klar, dass nur in ganz wenigen Fällen Prügel verteilt wird. Also das widerspricht sich hier nicht. Dazu würde ich gerne eingehen, dass aber viele Rügen trotzdem, also dass viele sexualisierte Werbungen überhaupt nicht an den Werberer weitergeleitet werden. Und das ist hier das Problem. Wir wollen, dass insgesamt es möglich ist, diese sexualisierte Werbung wirklich zu verbieten, weil, wie wir am Anfang schon angesprochen haben, mehrere Probleme daraus folgern. Ein Problem beispielsweise wäre die Gleichberechtigung, die bei dieser Fragestellung auf jeden Fall benachteiligt wird. Gleichberechtigung ist bei uns im Grundgesetz auch verankert, das ist Artikel 3. Und deswegen ist es für einen sehr wichtig und deswegen ist es auch eine Aufgabe des Staates und nicht Aufgabe des Einzelnen, des Werberates, sich darum zu kümmern. Wir reden jetzt hier eigentlich über die Regulation seitens des Staates und inwiefern das nötig ist, dass wir jetzt noch mehr Regulation brauchen. Ich denke, wir nehmen den Standpunkt ein, dass selbst wenn sexualisierte Werbung schädlich ist, dass der Bürger mündig genug ist, das nicht zu akzeptieren. Das heißt, wenn eine Werbekampagne im großen Maße feindlich ist, im großen Maße anmaßend ist gegenüber unseren Wertvorstellungen als Gesellschaft, dann wird diese nicht akzeptiert. Der Markt hat ja auch das Interesse oder das Interesse einer Werbung ist es, dass das Produkt verkauft wird. Und es wird nicht mit einer Werbung passieren, die nicht akzeptiert wird. Ja, solche Werbung wird ja auch nicht gemacht, weil wenn Werbung nicht akzeptiert wird, würde ja auch kein Werbefachmann diese Werbung einem Unternehmen empfehlen. Wir reden ja hier über, nochmal um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, wir reden hier über Werbung, die Frauen reduziert auf ihre sexuelle Anziehung. Also ich habe jetzt gerade vor zwei Minuten vor der Debatte ein schönes Beispiel gesehen von der Jungen Union, ein Beispiel, eine Werbung, wo man eine nackte Frau sieht, man sieht nur den Unterkörper mit einem Slip und hinten wird sie von einem Mann umarmt und er steckt die Finger in den Slip rein und steht drüber, Junge Union, wir gehen tiefer. Und das ist ja abgelehnt, das ist nicht in Ordnung. Das kann man nicht akzeptieren und deswegen, da muss man was gegen machen. Da muss ein Verbot für ausgesprochen werden für sowas. Und das, wie sie schon gesagt hat, Schutzaufgabe des Staates. Der muss die Jugendlichen dafür schützen, dass sie den Eindruck haben, dass das die Normalität ist. Das ist sie nämlich nicht. Aber da müssen wir auch sagen, Werbung, die jetzt schon wirklich konkreten Menschen entwürdigend ist und die jetzt schon auch pornografische Inhalte verbreitet, die ist auch jetzt schon verboten. Also in solchen Extremfällen, wie zum Beispiel, wo du es angesprochen hast, da gibt es auch jetzt schon dieses Verbot. Und ich möchte das auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Werbung, die Herabwürdigung ist, die wird sowieso von der Gesellschaft nicht existiert, die wird sowieso nicht akzeptiert. Es gibt hier auch Studien von der Ohio State University, die sagen, dass Sexualität in der Werbung den Unternehmen eigentlich gar nichts bringt. Es erregt zwar Aufmerksamkeit, lenkt aber vom Produkt ab. Und genau diese Studien sind ja auch dem Unternehmen bekannt. Das heißt, dieses Problem geht ohnehin immer weiter zurück, weil die Unternehmen wissen, mit herabwürdigender, mit sexueller Werbung kann ich nichts mehr erreichen. Und deshalb werden sie die auch immer weniger produzieren. Das ist jetzt ein Ideal, was du angesprochen hast, dass Unternehmen sich sozusagen selbst regulieren. Aber wir sehen noch heutzutage, wenn wir in den Fernseher schauen, wenn wir nach draußen schauen, immer wieder durchgehend Blickfangwerbung und Werbung im sexualisierten Kontext. Deswegen haben wir dieses Problem und deswegen müssen wir dieses Problem auch behandeln. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, nämlich den Aspekt, den wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich der Schutz der Jugend. Es ist wichtig, und da grenzt nämlich auch unsere Meinungsfreiheit, was auch im Grundgesetz verankert ist, dass die Jugend insgesamt geschützt wird und dass der Schutz der Jugend und die Würde einer Person insgesamt über der Meinungs- bzw. Pressefreiheit steht. Und genau das ist ein Punkt, den wir hier nochmal thematisieren sollten, dass insgesamt Jugendliche und Kinder, uns alle eingeschlossen, sich aus der Werbung langsam ihre Realität bilden. Und wir können es nicht zulassen, dass die Degradierung, die Diffamierung einer Frau bzw. eines Mannes, je nach Kontext, Realität für unsere Kinder bzw. für unsere Zukunft wird. Da möchte ich direkt drauf eingehen. Ich habe euch bereits in meiner Eröffnungsrede gesagt, wir sehen das Problem eben nicht, dieses Problem, dass Jugendliche ein falsches Bild übernehmen, nicht primär in der Werbung. Das hat sich mittlerweile verschoben. Nicht auf das Internet, auf Anzeigen, auf Medien, auf Filme, auf andere Medien. Und deswegen ist eure Maßnahme insofern nicht effizient. Und Antonia hat auch gerade den Meinungsfreiheitsparagrafen angesprochen. Wir müssen uns davor bewahren, dass wir anfangen zu zensieren, dass wir jede Werbung durchgehen und verbieten und damit auch die unternehmerische Freiheit einschränken. Das ist gerade so wichtig, dass wir gerade Werbung einschränken, weil das Hauptproblem ist, weil du surfst nicht permanent auf allen Webseiten, die es im Web gibt. Und wenn du keine Lust auf eine Fernsehserie hast, wo Frauen diskriminiert werden oder Klischees dargestellt werden, dann guckst du dir nicht an. Aber Werbung kannst du dich nicht entziehen. Wenn du vor einem großen Plakat an der Bushaltestelle stehst, kannst du nicht einfach sagen, jetzt fahre ich nicht mit dem Bus,
Du bist ja also permanent ausgesetzt dieser Werbung, kannst dich dieser nicht entziehen, deswegen muss man genau da ansetzen. Das habe ich ja schon gesagt. Werbung wirkt unbewusst. Werbung beeinflusst. Das ist ja der Sinn von Werbung. Und deswegen müssen wir das auch tun. Also die meiste Werbung wird über Zeitschriften und Fernsehen verbreitet und da kann ich ja schon umschalten oder weiterblättern. Also hier kann ich mich durchaus entziehen. Und wenn ich mal daran denke, in meinem täglichen Leben, also Bildern von Sexualität begegne ich viel eher so in Zeitschriften, wo irgendwelche Models dargestellt sind. Aber in der Werbung finde ich persönlich, ist das Problem viel weniger vorhanden. Dem möchte ich entgegnen. Also ich weiß jetzt nicht, ob du da genaue Zahlen zu hast oder einen Beleg, aber das auch sehr häufig auf sozialen Netzwerken oder dass es ganz häufig auch auf vielen Webseiten diese Pop-ups gibt, diese Bilder, wo häufig sexualisierte Werbung geschaltet wird. Das heißt, natürlich hat das einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Jugend und deswegen müssen wir es auf jeden Fall schützen. Ich denke, insgesamt müssen wir auch jetzt zum Schluss nochmal darauf achten, dass bei uns auch die Aspekte der unternehmerischen Freiheit und der Volksmündigkeit überwiegen. Es ist nämlich so, wie wir bereits angesprochen haben, dass die durch eure Maßnahmen extrem eingeschränkt werden. Wir haben uns heute über die Frage unterhalten, ob sexualisierte Werbung verboten werden soll. Hierbei hatten wir hauptsächlich den Grundkonflikt zwischen Freiheit, Freiheit des Einzelnen, Freiheit der Unternehmen und der Verantwortung, die der Staat insgesamt für seine Bürger trägt. Die Kontraseite hat besonders auf die Meinungsfreiheit und auf die Freiheit der Unternehmen angesprochen und auch gesagt, dass die jetzigen Regulierungen reichen und unsere Maßnahmen nicht erforderlich sei. Wir haben deswegen aber trotzdem entgegnet, dass die Verantwortung für mehrere Ausgänge der sexualisierten Werbung, zum Beispiel Gleichberechtigung, zum Beispiel Schönheitsideale, zum Beispiel Beeinträchtigung unserer Jugend, deutlich im Fokus stehen. Deswegen, durch diese Abwägung, die wir vorgenommen haben, steht die Verantwortung des Staates, diese Werbung zu verbieten, deutlich über der Freiheit des Einzelnen. Und deswegen bin ich immer noch dafür, dass sexualisierte Werbung verboten werden soll. Heute in unserer Debatte ging es vor allem um die Frage, ist eine weitere Regulation des Staates nötig oder wichtig? Ihr wart der Meinung, es ist wichtig. Ihr habt da die Aspekte des Jugendschutzes angesprochen, welches Bild auf uns Jugendliche übertragen wird. Vor allem über die Werbung. Wir sehen aber das Hauptproblem an einer anderen Stelle. Ich möchte hier nochmal betonen, dass wir denken, dass in dem Zeitalter der moderneren Medien, das heißt im Internet und über soziale Netzwerke, vor allem solche Bilder viel stärker repräsentiert werden. Auch denken wir, dass der Deutsche Werberat mit seiner Lüge bereits in Verfügung hat, weil er dort den Großteil, also wirklich eine Zahl von über 90%, auch erreicht. Und vor allem Großunternehmen, die die wichtigen deutschlandweiten Kampagnen haben, werden davon erreicht und werden dadurch ihre Werbung auch korrekt gestalten. Außerdem sind für uns die Punkte Volksmündigkeit und unternehmerische Freiheit immer noch sehr wichtig und überwiegend bei euren Aspekten. Und aus diesem Grund spreche ich immer noch klar gegen ein Verbot von sexualisierter Werbung aus. Diese Debatte ging hauptsächlich um die Frage, wie stark Werbung uns beeinflusst. Ob sie wirklich die Sexualisierung so stark ausprägt. Und wir waren der Meinung, dass es so ist, ja, dass Werbung besonders beeinflusst, weil man sich dieser kaum entziehen kann. Wenn sie eine unbewusste Einfluss haben, fordert ihr meint, das wäre nicht so. Ich bin allerdings der Meinung, dass wir uns überlegen, dass der Staat die Schutzfunktion übernehmen muss. Der Werberat reicht nicht aus, der rügt, das ist richtig, aber das reicht nicht aus. Es muss verankert werden im Gesetz für Leute im Wettbewerb, dass solche Werbung, die Personen herabwürdigt, einzig und allein auf ihre sexuelle Anziehung und auf ihr Aussehen, dass das verboten wird, so wie es jetzt in London geschehen ist. So muss das auch in Deutschland passieren. Das können wir nicht einfach einer privaten Organisation wie dem Werberat überlassen. Und deswegen spreche ich mich auch dafür aus, dass genau das geschieht. Ich glaube, die wichtigste Frage in unserer Debatte war, wo liegt das Problem von sexualisierten Darstellungen wirklich? Liegt es in der Werbung oder liegt es in den Medien? Und, ihr habt es selber gesagt, wir sehen es zum Beispiel in Norwegen, wo es das Verbot schon gibt, 8 Verhandlungen im Jahr weisen für mich ganz eindeutig darauf hin, okay, das Problem liegt nicht unbedingt in der Werbung, sondern wird überall in unserer Gesellschaft verbreitet. Ihr sagt außerdem, für diese wenigen Fälle reicht es nicht aus, wenn der Werberat rügt. Aber was ist das Problem mit einer Erfolgsquote von 96%? Ich denke, für diese 4%, die wir da noch weiter erreichen könnten, die unternehmerische Freiheit einzuschränken, ist einfach nicht verhältnismäßig. Und deshalb spreche ich mich ganz klar dagegen aus,
dass sexualisierte Werbung verboten werden sollte.